So, liebe Freizeitparkfreaks, nach einer schlaflosen Nacht im Horrorhotel Kalka Horror Nights, muss ich sagen, für das erste Mal nach im Endeffekt dem zweiten Wochenende, muss ich sagen, krank. Krank, es geht auf jeden Fall extrem auf die Psyche. Ich sag nichts weiterhin. Man muss immer im Hintergrund behalten, das ist das zweite Mal, umgesetzt nach 6 Monaten mit 30 Leuten tagtäglich und auch nach der Pressekonferenz wurde das, was wir an der Pressekonferenz angesprochen haben, in der Hinsicht nochmal schöne Grüße an Alina, Hashtag Popcorn, Hashtag wir können nichts dafür, kann ich nur sagen, ja, geil, die haben es direkt umgesetzt. Die haben eine Mail sogar komplett verlagert. Das ist richtig krass. Also hier ist es gerade ein wenig frisch, deswegen muss ich mir mal eben die Ohren ein bisschen wärmen. Viele sind natürlich mit der Kritik hier rausgegangen. Geht gar nicht. No go. Aber ich muss immer zu sagen, die kleine Mails, das Dorf war ja wirklich zu klein. Und auch bei der Pressekonferenz hätte ich persönlich gesagt, ja gut, kann man als Kindermaze dekadieren. Obwohl ich auch das Gruselhaus, was ja täglich am Wochenende stattfindet, von 14 bis 16 Uhr war das, glaube ich, ja, so in dem Zeitfenster, also mittags, muss ich sagen, da hatten wir beim Wachten schon, das war eine riesengroße lange Schlange, schon 3 Abbrüche in der Wartezeit, wo die Kinder wirklich in der Hinsicht mit den Eltern wieder rausgekommen sind. Also das ist für eine Gruselhaus-Kindermaze schon sehr krass, besonders weil es auch sehr verwinkelt ist und weil da auch viele Bereiche sind. Es ist ein bisschen wirsch, ja, vom Theming her, aber ich finde, das macht das Gruselhaus und das Labo ja irgendwo auch im Nachhinein dann nachher aus, weil wäre strukturiert, normal, wäre es kein Labor. Labor, ja, ich bleib dabei, sie haben immer noch das R bei Labor vergessen, aber wie gesagt, in der Hinsicht. Das gab's nicht im Angebot für 9,99 Euro. Ja, Dominik ist so ein bisschen gerade am Tagträumen, der genießt hier gerade seinen Kakao, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir können, trotz, dass wir gestern nur eigentlich das Horrorhotel gebucht haben, trotzdem noch heute, obwohl wir das ja netterweise auch über die Presse hätten bekommen können, trotzdem noch kostenlos in den Park. Wir haben das Frühstücksbuffet ausgiebig ausgenutzt. Das war so groß auch. Da wurde extrem mit Lebensmittelfarbe gearbeitet. Mehr verrate ich nicht, mehr spoilere ich auch nicht. Es war auf jeden Fall sehr vielseitig. Es war ausreichend von Croissants bis, ich weiß gar nicht, Rührei bis hin zu Actimel, bis hin zu frischem Joghurt mit Gemüse, wollte ich gerade sagen, schon Obst drin geraspelt, also richtig gut. Und wie gesagt, jede Sprachdefizite bitte entschuldigen. Es war eine schlaflose Nacht, es war Adrenalin dabei, es war Psychoterror dabei, es war Ungewissheit dabei und der gesamte Faktor, Storyline-technisch, guter Anfangspotenzial-Zyklus, wo ich sagen kann, sehr gut ausbaufähig, wenn man überlegt, das ist erst das zweite Wochenende, muss man auch immer überlegen, Kalka hat noch die Messen, Kalka hat den Normalbetrieb. Es ist auch zu diesem Wochenende, darf man auch nicht vergessen, noch die Hunde- und Katzenmesse, ja, Cat-and-Dog-Messe in der Kalka-Messe. Und dafür haben die das mit Personal super gut umgesetzt. Und ich kann nur sagen, der ein oder andere, wird den ein oder anderen Scare-Actor auch wiedererkennen aus einem anderen Park, den ich jetzt nicht erwähnen möchte. Ja, denkt euch euer Teil. Ich sag nur, es ist zu Halloween ziemlich groß. Mehr sage ich nicht. In der Hinsicht, der Dominik gibt noch ein kurzes Feedback, auch wenn er halb am Schlafen ist. Es ist mir jetzt egal. Der nimmt auch keine Rücksicht auf mich. So wie der Roman auch nicht. Der hat sich einfach hier verpisst. Ja, ach ja, der Roman hat neuefreunde.de. Moin. Moin. Ja, es war eine sehr kurze Nacht, kann ich nur sagen. Also wirklich, ich als Angsthase, ne? Ja, muss ich sagen. Also, ich kenne nur den hier. Ich nur so anfangs und dann, das war echt, aber nur, sag ich nur. Also es ist wirklich, selbst wenn ihr Schiss habt, es ist so geil. Ihr werdet Schiss haben. Ihr werdet auch richtig gestanden rauskommen, mehr verrate ich nicht. Ihr müsst es selber probieren. Also... ein Traum. Es ist wirklich ein bisschen noch Luft nach oben, aber besser geht immer. In dem Sinne, habt ihr schon gut gemacht hier in Kalka. Wir werden nochmal wiederkommen. Definitiv. Ja, definitiv. Also, wenn man überlegt, dass sie nächstes Jahr noch krankere Sachen mit uns vorhaben, sage ich ganz ehrlich, gebt dem Ganzen eine Chance. Ihr werdet in Zukunft nicht enttäuscht werden. Besonders hier im Kalka, auch gerade im Kerni-Wunderland, im Kalka,
gefällt mir die Warmherzigkeit, die Sympathie, die Menschlichkeit richtig gut und man fühlt sich wirklich gut aufgehoben. Es ist sehr familiär und das ist ja auch gerade wichtig für die Kinder. Und dieser alte Charme dieses Freizeitparkes, wo hat man das heute noch? Und dass die Mitarbeiter auch mit einem noch so agieren und menschlich umgehen. Denkt mal drüber nach. In der Hinsicht, wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube. Ich muss die Kurve kriegen. YouTube. Das hat er sehr schön gemacht nach dieser schlaflosen Nacht.